Wir unterscheiden zwischen Kindercoaching und Kindertraining. Kindertraining ist die regelmäßige Begleitung des Kindes. Das Kind lernt, zu sich selber zu finden, zur Ruhe zu kommen. Wir machen Alpha-Training, wir machen Super-Learning-Methoden, mit denen das Kind lernt, Lerninhalte schneller zu lernen, dauerhafter zu behalten, schneller und leichter abzurufen. Dieses Super-Alpha-Learning ist dem einen oder anderen bekannt, auch aus dem Sprachbereich, aus dem Lernen von Sprachen. Wir integrieren das mit den Kindern ganz intensiv. Wir machen zusätzlich Gehirntraining, Synapsentraining, sogenanntes Image-Streaming. Das heißt, wir machen Fantasiereisen mit Kindern. Wir loopen die auf eine ganz bestimmte Weise, um noch einen näheren Zugang zu dem Kind zu haben, dass es dem Kind erleichtert, Dinge anzunehmen und wahrzunehmen. Heißt, ich will Ihnen ein Beispiel sagen, wenn das Kind Angst hat vor Prüfungen und diese Prüfungsangst beherrschend ist, das Kind kommt in die Schule, eine Prüfung, schwitzige Hände, Blockaden, haben wir mehrere Ansätze, wie wir Ihr Kind unterstützen können. Wir haben Methoden, mit denen die Blockaden im limbischen System gelöst werden und wir haben über diese geloopten Fantasiereisen zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir Fantasiereisen erzählen, das Thema Prüfungsangst anders einzupacken. Und dadurch, dass es in einem Ruhezustand als Fantasiereise passiert, dass das Kind lernt unbewusst, Mensch, ich darf ruhig bleiben bei Prüfungen und es ist in Ordnung, wenn ich tief einatme, dann passiert es, dass ihr Kind während der Prüfungen von sich aus wesentlich ruhiger bleibt und nicht noch dran denken muss, Mensch, ich muss doch in den Bauch atmen, Mensch, die Augen nach oben, damit keine Emotionen entstehen. Es besteht ein Automatismus. Außerdem machen wir spezielle Übungen, Gedächtnistrainingsübungen im Alpha-Zustand, die dafür sorgen, dass sich die Synapsen, die Verbindungen immer mehr vermehren. Und es gibt Fotos, man kann das fotografieren, dass sich die Anzahl der synaptischen Verbindungen durch dieses Training massiv steigert. Und wir sehen das immer daran und das macht riesig Spaß. Die Kinder werden, ich nenne das ganz gerne straßenschlau, liebevoll, nicht nur, dass sie leichter die Vokabel lernen, dass sie die schulischen Antworten leichter lösen, sie lösen auch für sich im täglichen Umgang ihre Probleme wesentlich leichter und einfacher. Stellen Sie sich vor, wie ein riesengroßes Kornfeld und Sie gehen immer nur einen Weg, immer nur einen Weg. Der ist zwar schön fest und einfach zu gehen und jetzt nach irgendeinem Gewitter oder was auch immer liegt ein umgestürzter Baum oder ein Fels auf diesem einen Weg. Dann haben Sie es erstmal schwierig, vielleicht zu schauen, Mensch, welchen Weg gehe ich jetzt, um hinten an meine Lösung, an mein Ziel zu kommen. Was wir machen mit den Kindern ist, durch dieses Kornfeld, durch das Gehirn, die synaptischen Verbindungen, immer verschiedene Wege zu gehen und dem Kind auch beibringen, ganz einfach verschiedene Wege zu gehen. Das heißt, das Kind transportiert Lerninhalte, Stoffe viel leichter durch dieses Labyrinth. Und wenn dann mal ein Felsen oder ein Baum auf einem Weg, na gut, dann nehmen wir halt einen anderen Weg. Und dadurch sind auch viele Herausforderungen im Alltag, unabhängig von der Schule, für die Kinder viel leichter zu verarbeiten. Und wenn dann mal, wenn das Kind 16 wird und die erste Freundin den Laufpass gibt, dann geht die Welt vielleicht nicht sofort unter, weil das Kind gelernt hat, mit Problemsituationen einfach anders umzugehen. Und dieses mit sich selber zurechtkommen, dieses Lösungen zu finden, sich orientieren zu können, mit Problemen umgehen zu können, zieht sich dann wie ein Faden von klein auf bei regelmäßiger Betreuung, eine Stunde die Woche, das ist wie Klavierunterricht, regelmäßiges Üben, bis dann später ins Erwachsenen, überall. Also die Verbindungen sind dann da, dieses Umgehen mit Situationen. Und das ist der Punkt, warum das Training an sich sinnvoll ist. Regelmäßiges Blockadenlösen, Gehirntraining, leichteres Lernen, innere Ruhe finden, den Zugang zu sich selber finden, um einfach gelungener in ein positiv gestaltetes Leben zu gehen. Alternativ gibt es noch das Kindercoaching. Das Kindercoaching ist für, wenn ich ein spezielles Thema habe. Zum Beispiel, mein Kind hat vielleicht Angst vor einer Klassenfahrt oder hat Probleme auf dem Schulweg oder Mobbing-Schwierigkeiten und kann mit bestimmten Themen nicht umgehen. Also es gibt ein konkretes Thema. Dann bietet sich ein Coaching an, wobei es nicht nur bei Problemen ist, sondern auch bei zum Beispiel Hochbegabung. Wenn ich das Gefühl habe, mein Kind steht sich im Weg. Irgendwas, es könnte doch eigentlich viel mehr, aber ja, irgendwie steht er sich immer selber im Weg. Das ist ein Satz, den wir ganz oft so hören. Oder ihr Kind ist im Sport sehr begabt, dass es dort nochmal Unterstützung erfährt, dann bietet sich ein Coaching an. Wir erarbeiten mit ihrem Kind ein Thema, zeigen ihrem Kind Möglichkeiten und Techniken. Das heißt, wir werden Blockaden direkt dort lösen, wo sie sind, arbeiten mit einem sehr breiten Methodenportfolio der modernsten Techniken, die es gibt, aus
auch aus Therapie und aus der Wissenschaft, wo wir sagen können, das sind alles fundierte Mittel und Möglichkeiten im Coaching-Kontext, die ihrem Kind helfen, auf spielerische Weise anders mit sich selber umzugehen, anders mit der Umwelt umzugehen, Probleme vielleicht auch mal als Chancen zu sehen. Und hier, wenn es ein Thema ist, ist das Coaching, also das Einzelcoaching sinnvoll. Wobei wir oft haben, dass Einzelcoaching Kinder im Training bleiben oder dass Trainingskinder auch mal ein Einzelcoaching machen. Und hier haben wir eine ganz breite Palette an Möglichkeiten. Und die Eltern, die ihre Kinder bisher zum Coaching geschickt haben, bestätigen, dass es also in kürzester Zeit wirklich spürbare Veränderungen gibt. Und daran lassen wir uns gerne messen. Wir lassen uns an dem messen, was sie hinterher sehen und was spürbar ist und messbar ist. Und das ist eine ganz gute Geschichte.